Es ist ein bewegender Moment, wo Jörg Schneider die Bühne betritt. Tosenden Applaus nach der Premiere von seinem neuesten Film. Das Publikum an den Solothurner Filmtag hört fast nicht mehr aufklatschen. Der Volksschauspieler ist tief bewegt über so viel Zuspruch. Es war ein schöner Abend und ich habe gespürt, dass der Film gut ankommt. Und das hat mich natürlich irrsinnig gefreut und auch ein bisschen mit Stolz erfüllt. Ich glaube, dass der Film einen grossen Erfolg haben könnte. Ich bin also mehr als zufrieden. Zufrieden ist auch Jörg Schneider seine Frau Romy, auch wenn sie weiss, so eine Premiere muss ihr Mann zuerst verarbeiten. Ich glaube, auslösen tut sehr später etwas. Jetzt sind noch viele Leute da und es ist noch unruhig und so. Im Moment ist es, wie wenn noch etwas vor dem Gesicht hättest. Und ich glaube, wenn er heute ins Bett geht, dann hat er sicher noch eine Schwierigkeit mit sich selber. Ausfahrt Oerlikon ist Jörg Schneider seine erste Hauptrolle in einem Kinofilm. An seiner Seite der Matthias Gnädinger. Jörg Schneider spielt einen alten Mann, der alles verloren hat. Hund, Frau, Lebensfreude. Er will Suizid begehen und bittet seinen besten Freund, ihm dabei zu helfen. Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber vor einem langsamen Sterben. Und ich will selber bestimmen, wann. Und du musst mir das Mittel besorgen, was es braucht. Mit dem Film tritt Jörg Schneider aus dem Rampenlicht. Der Schauspieler ist schwer krank und an den Rollstuhl gefesselt. Umso wichtiger für ihn der heutige Abend. Gibt einem so einen Abend wie heute auch Kraft? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, jeder Schauspieler ist ja erfolgshungrig. Er ist auch, wie man sagt, ein bisschen eitel. Weil es ist ja auch noch so, dass ich fast 80 werden musste, um meinen ersten grossen Film zu machen. In zwei Wochen wird der Schauspieler 80. Ein Geschenk hat er sich mit der heutigen Premiere gerade selber gemacht.